Phase-Trum aus dem Albtraum erwacht. Achievement. Die Pflanze. Da bist du ja. Du stehst hier einfach so in deinem Topf, als sei nichts gewesen. Ich hatte eine ganz schön unruhige Nacht wegen dir. Aber du hast gut lachen. Du musst ja nicht zur Arbeit. Wenn ich heute Abend strandes Sand in deinen Topf finde, gibt's Ärger. Während der Uni habe ich mit meiner Mitbewohnerin, habe ich überblättert. Jeden Abend gespielt, stand da, glaube ich, wenn ich das so auf dem Bildschirm sehe. In den 1 gegen 1 Wikingerkämpfen hat sie mich immer fertig gemacht. Ich dachte, ich kann mir ein paar Zockabende gönnen nach der Arbeit. Pustekuchen. Bisher ist die Kiste ausgeblieben. Gleich mal angezogen, durch den Schrank gerannt. Ich habe einen Haufen Post bekommen, als ich hier eingezogen bin. Porcupine ist nicht groß, trotzdem war es irgendwie nett. Busfahrplan, Kulturbroschüre, dein Probeabo zu der Tageszeitung. Vielleicht werde ich ja mal ein Zeitungsleser. Dann kaufe ich mir so eine Brille, wie Ingrid sie hat. So, wo geht's lang? Bin mir gerade nicht sicher. Links oder rechts? Oh, hi. Das sieht aus, als würde es weitergehen. Seitdem ich hier wohne, steht das Fahrrad hier. Entweder wurde es hier vergessen oder hier ist gerade keine Fahrradsaison. Wenn es im Winter noch hier steht, werde ich es mitnehmen und aufpeppeln. Manche haben eine Bäckerei im Laufhalter oder einen Supermarkt. Ich habe einen Altkleidercontainer. Das ist doch auch praktisch. Oh, hier geht's weiter. Ich wollte noch gar nicht. Müssen wir nochmal nach rechts gehen. So latschen wir jetzt. Kleine Taube umher. Ah, da sieht das Pflaster. Ins Gebäude gezogen. Guten Morgen, Finn. Spät dran? Hey, Susi. Ja, hatte eine unruhige Nacht. Verrückter Traum. Ah ja, sowas kenne ich. Ich träume in der Regel gar nichts. Manchmal träume ich aber, dass ich laufe. Einfach so auf der Stelle. Kommt bestimmt von der Arbeit. Ich habe gehört, dass Louis Colbert auch gerade schlecht schläft. Er macht sich Sorgen um den Laden. Die Leute kaufen einfach nicht mehr so viele Briefpapiere wie früher. Ich meine, mir soll es recht sein. Da habe ich weniger zu schleppen. Bist du denn schon auf deiner Tour? Was denkst du? Ich bin schon fertig und überlege gerade, was ich zu Mittag essen soll. Zu Mittag? Du hast echt einen besonderen Tagesrhythmus. Briefe können eben nicht laufen. Ich sollte das aber jetzt mal tun. Lass dich nicht aufhalten, verlauf dich nicht. Das passiert, wenn man die Stadt nicht so gut kennt wie ich. Ein Stadtplan. Susi ist die einzige Postbotin Porcupine. Sie kennt alle vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie ein wenig zu neugierig ist. Ah, Notizen zu Charakteren. Links oder rechts, wo sollen wir jetzt lang? Ich gehe hier mal rechts lang. Hängt ein Zettel. Leider kann der Bürgerbus bis auf unbestimmte Zeit nicht verkehren. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sehen Sie es positiv.
den aktuellen Spritpreisen läuft es sich doch schon viel leichter. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Es kommt mir gerade recht. Wieso habe ich mir denn eine Monatsticket gekauft, wenn der Bus nur einmal im Monat kommt? Tja. Dann laufen wir mal. Von hier komme ich zur Altstadt und zur Einkaufsstraße. Schon seltsam, was in einer kleinen Stadt als Einkaufsstraße durchgeht. Weiß nur, dass Pina dort ihren Laden hat. Ich sollte mir die Straße aber mal in Ruhe angucken, wenn ich frei habe. In der Altstadt verdient ihren Namen. Kleine alte, schiefe Häuschen, das Rathaus, der Stadtbrunnen und natürlich das Gilberts. Die beste und einzige Kneipe in Puppenheim. Und die allerbeste Sache, beide Wege führen aber zum St. Ursula Krankenhaus. Okay, dann gehen wir hier lang, würde ich sagen. Am Blümchen nahe vorbei. Hey Junge, die Straße ist heute gesperrt. Ich kann dich hier nicht durchlassen. Sind Sie das auf dem Plakat? Willst du mich beleidigen, Bürschchen? Nein, ich meine doch nur, pass mal auf, ich stehe hier nicht zum Spaß. Und ich lasse mich nicht von Grünschnäbeln wie dir von der Seite anmachen. Okay, tut mir leid, war nicht so gemeint. Das will ich aber hoffen. Der Typ auf dem Plakat sieht mir doch null ähnlich. Ja, Sie haben recht. Man müsste schon sehr blind sein, um Sie mit der Person zu verwechseln. Sag ich doch. Das ist doch eher. Ist die Straße gesperrt. Bauarbeiten. Wir bauen gerade. Steine, Holz, Stahl, Zement. Ah, verstehe. Das ist also bauen. Jemand wie du versteht von sowas nichts. Durch die Einkaufsstraße auf jeden Fall nicht. Die bleibt mindestens bis morgen gesperrt. Du kommst durch die Altstadt auch zum Krankenhaus. Also wenn du heute noch dahin willst, dann durch die Altstadt. Schon okay, ich suche mir einen anderen Weg. Bitte darum. Also. Das ist doch er. Das kann er mir nicht erzählen. Und ab durch die Altstadt. Brücke. Es ist so klar, dass man den Perlnebelwald von hier aus sehen kann. Ich mag diese morgendliche Herbstduft. Schade nur, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ich hätte nichts dagegen, mir einen Kaffee zu holen und hier zu frühstücken. Weiter Bushaltestelle. Oh, hallo. Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie sind aber flink zu Fuß. Werden Sie von einem rollenden Felsbrocken verfolgt? Guten Morgen. Nein, nein, ich bin nur zu spät. Zu spät? Wissen Sie, mit jedem Jahre, das ins Land streicht, habe ich mich von der Idee entfernt. Von welcher Idee? Von der Idee des Spätkommens. Sind Sie neu hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, tatsächlich. Ich habe vor einigen Wochen im St. Ursula Krankenhaus angefangen. Sie sind also Doktor? Ja, also fast. Ich bin Assistenzarzt. Das ist hervorragend. Leute wie Sie tun auch kein Gut. Mein Name ist Adair von Witterstein. Ich bin die ältesten Mitbürgerin von Puppenheim. Ich habe viel kommen und gehen sehen. Manche hatten es eilig. Manche sind bis heute geblieben. Aber sie scheinen es eilig zu haben, Herr Doktor. Ja, aber nur um zur Arbeit zu kommen.
Frittfüßen sollte man keine Steine in den Weg werfen. Aber wenn Sie mal etwas Zeit übrig haben. Ich weiß eine Menge über diese Stadt. Sie können mich jederzeit fragen. Ja, da komme ich sehr gerne darauf zurück. Danke für das Angebot. Sehen Sie es als meine Berufung an. Und jetzt voll Dampf. Sonst sterben noch mehr Personen vor mir. Notizen. An der von Wittersteinen anmutig elegant, exzentrisch. Ich habe sie heute Morgen auf dem Marktplatz kennengelernt. Sie scheint eine Menge über die Geschichte von Brookpen zu wissen. Ich war noch nie sonderlich an Geschichte interessiert, aber ich möchte ein wenig über meine neue Heimat lernen. Wenn ich etwas Zeit habe, sollte ich wieder mit ihr sprechen. Oh, das werden wir. Das ist das Gewürz. Hier kann man ganz gut hingehen. Man hat aber auch einige, eigentlich keine Alternativen. Ich werde mich bei Zeiten mal wieder hier blicken lassen. Guten Morgen, Julian. Lange nicht mehr gesehen, finde ich. Ja, lag eine Weile flach. Ich seh's. Dein Pflaster hat dich verraten. Ist denn alles in Ordnung? Ich komme klar, ja. Da bin ich mir sicher. Wenn du die Beule mit einem Getränk kühlen willst, bist du jederzeit hier willkommen. Danke, Giuliano. Ich komme gern bald wieder vorbei. Ich mag den guten alten Giuliano sehr. Er betreibt das Gilberts. Ich sag jetzt mal Gilbert dazu. Die einzige Kneipe in Brookpain. Ich war schon ein paar Mal hier und hatte meistens einen guten Abend. Es kam aber zu einer Auseinandersetzung mit einem gewissen Reif. Aber solche Zankereien gehören wohl zum Alltag des Kneipenwirts. Er ist die Ruhe in Person. Das ist der große Stadtbrunnen. Er zeigt Ninoslav Unoratus, Gründer von Porcupine. Was ist los, Nino? Und warum läuft das Wasser nicht? Scheint kaputt zu sein. Wir sind auf zum Krankenhaus, wir sind so schon zu spät. Dann wohl zum Krankenhaus. Dieser schrottige Anhänger stand noch nicht hier, als ich das letzte Mal zur Arbeit gegangen bin. Er ist auch abgeschlossen. Verdächtig. Was verbirgst du, alter schrottiger Anhänger? Vielleicht einen Schatz? Wurde in dieser eine Leiche beseitigt? Oder vielleicht 10 Leichen? Kriegst du einen super geheimen Alien-Technologie hier? Bist du das Alpha und das Omega? Ich antworte auf die Frage des Universums. Los, gib mir deine Geheimnisse preis. Tja, das wird wohl erstmal nix. Eine bequeme Bank. Da haben wir gerade keine Zeit für. An dem Baum ist eine Tafel. Diese alte Rinde steht seit der Gründung der Stadt Brookpain hier. Ninoslav Unoratus, Gründer von Brookpain, hat ihn eigenhändig gepflanzt. Er war bekannt dafür, gern Dinge zu verlegen und zu verlieren. Nach einer 100-tägigen Wanderung hat er diesen Ort erreicht. Er gründete die Stadt und baute sich ein Haus. Und an dem Tag, an dem er einziehen wollte, hat er seinen Schlüssel verloren. 40 Tage später fand er an dieser Stelle. Es hätte auch ich sein können. Also er fand die Schlüssel hier an dieser Stelle. Und ihn an dieser Stelle.
zum St. Ursula Krankenhaus. Geht es hier lang? Na dann. Da hinten ist wichtig. Guten Morgen, liebe Bushaltestelle. Wie gerne wäre ich schon vor einiger Zeit bei dir ausgestiegen. Ganz entspannt mit einem Kaffee in der Hand. Naja, vielleicht morgen. Mach es dir nicht zu gemütlich, Haltestelle. St. Ursula Krankenhaus. Die Heiligen, wenn sie heulen. Ein guter Spruch. Hehe. Statue steht hier draußen. Von morgens bis abends, bei Wind und Wetter. Beschwert hat sie sich noch nie. Wie machst du das nur? Ich vermute regelmäßigen Schlaf, ausgewogene Mahlzeiten, dreimal die Woche Sport. Klingt unrealistisch. Wollte gerade sagen. Na dann. Das Krankenhaus ist nicht riesig groß. Trotzdem kann man sich hier ab und zu verlaufen. Blöd nur, wenn man am Ende aus Versehen auf dem OP-Tisch landet. Also liebe Kinder, immer auf die Schilder achten. Da sind wir drin. Der gut alte Snackautomat. Er sorgt für das Frühstück auf die Hand. Oder für die Belohnung nach der Schicht. Natürlich ist er kaputt, seitdem ich hier arbeite. Aber hey, es ist wichtig, Konstanten im Leben zu haben. Auch wenn ich jetzt nichts gegen einen Schockdock hätte. Jeden Morgen strahlen sie mich an und machen sich über mich lustig. So wie sie es schon vor meiner Geburt getan haben. So wie sie es tun werden, wenn ich schon lange gegangen bin. Sie werden uns alle überleben. In tausenden von Jahren werden fremde Wesen diesen Stickautomat ausgraben. Welchen Nutzen hatte diese Maschine? Welche primitiven Zivilisation hatte sie geschaffen? Das werden sie sich fragen. Vielleicht werden sie mit ihrer weit entwickelten Technologie an schmackhaften Leckerbissen herankommen. Du hast noch eine lange Zeit vor dir, Schnitzdeckautomat. Und dich umgezogen. Killer gezogen. Morgen, Kleiner. Du bist also wieder da. Wie? Guten Morgen, Ingrid. Ja, meine Verletzung geht es wieder besser. Ich habe natürlich von deinem Unfall gehört. Alle haben davon gehört. Man ist doch neugierig, was da oben im fünften Stock passiert ist. Das wüsste ich auch gerne. Willst du meine Theorie hören? Na gut, schießen Sie los. Es klingt vielleicht etwas kompliziert, aber die Indizien sprechen für sich. Ich habe es mehrfach durchdacht und es gibt alles Sinn. Was denken Sie? Ich kenne dich jetzt erst seit ein paar Wochen. Aber es muss etwas speziell mit ihr zu tun haben. Wirklich? Wie meinen Sie das? Na ja. Es gibt hier in Puckpein dafür einen Begriff. Ein eindringlicher Fachterminismus, der versucht, gesellschaftliche, anthropologische Merkmale zu definieren. Und zwar, der Begriff ist Tollpatsch. War nur Spaß, Kleiner. Okay. Wie geht's Herrn anders? Der alte Brummkopf lebt noch. Liegt wieder gemütlich in seinem Bettchen auf deiner Station. Puh, okay. Das beruhigt mich sehr. Du bist zwar erst seit kurzem hier, aber durch diese Nacht kennt man dich jetzt. Du bist der Junge, der Überlebte. Sehr witzig. Hehe. Aber im Ernst, es könnte sein, dass Leute noch Fragen an dich haben. Stell dich vorsichtshalber darauf ein. Wie dem auch sei, mein Kaffee kühlt hier vor sich hin. Und du solltest jetzt mal deine Schenkel auf den Station schwingen. Im dritten Stock, falls dein Denner an der Ruhe
an der Rübe doch mehr Schaden gerichtet hat. Ich weiß, wo meine Station ist. Das ist gut. Dann mal hopp. Sonst reißt Dr. Krokowski dir nämlich die Rübe ab. Sie haben recht. Ich mach mich dann mal los. Ja. Ich glaube, das Menü ist ein bisschen verbuggt. Ingrid, ich habe heute das erste Mal ein Krankenhaus als Assistenzarzt betreten. Ingrid hat mich in Empfang genommen und mir alles grob erklärt. Sie ist die gute Seele des St. Ursula. Ich mache mir nur Sorgen um ihren Snack und Kaffeekonsum. Läuft nie lang. Geh her, schnell mal ein bisschen spazieren. Nö, keine Zeit. Nur noch später hinkommen. Aha. Mit der können wir vielleicht später noch reden. Hier geht's zur Cafeteria. Kann jetzt aber nicht frühstücken. Ich spüre schon den eisigen Atem von Dr. Krokowski in meinem Nacken. Oder kann ich vielleicht doch? Nein, lieber kein Risiko eingehen. Dann laufen wir Treppen. Der Fahrstuhl ist ein bisschen unsicher. Eine schlechte Erinnerung dran. Wir sind in der dritten Etage. So, ganz schön hüpfen. Finde ich. Eine halbe Stunde zu früh. Erfrischend. So lobe ich mir das. Ich bin zu früh? Wirklich? Unsinn. Sie sind viel zu spät. Schon wieder. Lassen Sie mich raten. Der Bus fuhr nicht? Ja, tut mir leid. Ich plane Sie ab sofort ohne Bus. Sonst planen wir bald ohne Sie. Verstanden? Ja, verstanden. Tut mir leid, Dr. Krokowski. Wenn Sie erlauben, starten wir dann jetzt die Visite in Zimmer 301. Hallöchen. Hier haben wir Frau Martin. Guten Morgen. Sie sind ja ganz schön spät dran. Wem sagen Sie das, Frau Martin? Frau Martin hat es eilig, nach Hause zu kommen. Das ist ein gutes Zeichen. Etwas Ruhe brauchen Sie jedoch noch. Also Frau Martin kam gestern mit Schmerzen im oberen Bauchraum zu uns. Zudem klagte sie über Sodbrennen, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Ja, aber der eigentliche Grund war ein Stechen im Herzen. Da habe ich Panik bekommen und die Notarzt gerufen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Das war auch absolut richtig. Irgendjemand eine Idee? Ja. Ich? Also... Jetzt spucken sie es schon aus. Ja. Schwür? Ein Magenschwür. Ist das eine Frage oder ihre Antwort? Meine Antwort? Bingo. Der Grund ist ein Magenschwür. Die Ursache müssen wir noch untersuchen. Bisher weist nichts auf eine Gastritis oder dergleichen hin. Also Frau Martin, Sie werden vermutlich noch eine weitere Nacht hier bleiben. Wir werden Ihre Werte später noch einmal checken. Versuchen Sie sich zu entspannen.
finde ich, sie werden sich später noch um Medikation von Frau Martin kümmern. Weiter geht's in Zimmer 303. Auf, zack, zack. Aua. Runde 3 hat er gesagt. Na, Larissa, wie geht's uns heute? Ganz okay, Doktorski. Das hört man doch gerne. Kannst du für uns ein paar Mal tief ein- und ausatmen? So wie gestern Abend? Na klar, Achtung. Sorry, Dr. Krokowski. Alles gut, das war sehr gut. Wie sieht's aus? Willst du mein Team ja erzählen, warum du hier bist? Ja, das kann ich machen, Dr. Kai. Also, ich war in der Schule mit den anderen. Wir waren hinten am Skatepark. Ich kann gar nicht so gut skaten. Ich habe das Skateboard erst zum Geburtstag bekommen. Aber ich will es ganz sicher noch lernen. Mein Bett ist super cool. Mein Brett ist super cool. Es hat grüne Rollen und das Grip Tape ist voll schwarz und noch ganz neu. Ich habe gehört, dass manche Kinder absichtlich ihr Skateboard zerkratzen, damit es cool aussieht. Kann ich nicht verstehen. Unter meinem Bett ist ein großes Bild von einem Roboter. Das ist viel zu cool. Das soll ich nicht verkratzen. Aber was habt ihr unten an der Schule gemacht? Ach so, naja, also, das war so. Mein Kumpel Christo hat Zigaretten von seinem Stiefvater gemopst. Er meinte, wer gut skaten will, muss auch rauchen. Das gehört dazu, meinte er. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich wollte auch nicht feige sein. Ich war vom Üben auch noch voll aus der Puste. Er hat die Zigaretten angezündet und ich habe daran gezogen. Super ekelhaft. Ich raff nicht, warum die Erwachsenen das freiwillig machen. Naja, also ich habe gezogen. Und mir blieb die Luft weg. Ich habe gerustet und gerustet, aber es kam keine Luft. Dann bin ich umgekippt. Zum Glück haben meine Freunde schnell die Notarzt gerufen. Ja, also so war das. Danke, Larissa. Das hast du sehr gut erklärt. Also, ich höre Ihre Meinung, meine werte Kollegin und mein werter Kollege. Was denkst du von dir? Ich weiß es, Dr. Kowalski hat es mir schon erzählt. Nicht vorsagen, Larissa. Oh, okay, sorry, Dr. Oski. Asthma, es könnte ein asthmatischer Anfall gewesen sein. Ja, Asthma klingt logisch. Yep, logisch und korrekt. Ein Glücksgriff. Ohne die Hilfe von meiner Assistentin Larissa wären sie sicher nicht drauf gekommen. Hihihi. Gut, Larissa. Mach schön weiter deine Atemübungen. Aber überanstrenge dich nicht. Mach ich, Dr. Krokowski. So, letzte Station für heute ist das Zimmer P33. Ach, und Finny. Sie kennen den Patienten bereits. Es ist Herr Willy Arndes. Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Name geläufig ist. Herr Arndes? Ja. Er ist ein Dauergast auf unserer Station. Herr Arndes ist zum älteren Kaliber. Neben seinen neu gewonnenen Verletzungen ist sein Kopf nicht mehr allzu gut in Schutz. Irgendwas. Verhalten Sie sich also entsprechend.